Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren brandneuen Unboxing-Video von Tomala. Heute live auf meinem Wohnzimmer. Heute unboxe ich einen brandaktuellen Film, den ich mir erst vor wenigen Minuten gekauft habe. Und zwar Logan im Steelbook. Ihr könnt noch sehen, dass die Schutzfolie noch drauf ist. Das heißt, es ist ungeöffnet, es ist noch ganz fresh. Wir werden es gleich gemeinsam öffnen. Ich habe mir den Film, wie gesagt, heute gekauft am 13. Ich habe ihn eigentlich auch vorbestellt beim Elektro-Großfachhändler meines Vertrauens. Ich habe ihn mir aber nicht nach Hause schicken lassen, sondern ich wollte ihn im Laden abholen. Ihr fragt euch jetzt, warum macht er das? Warum macht er das? Warum lässt er sich das nicht nach Hause schicken? Die Antwort ist leicht. Ich wollte einfach aus dem Haus. Ich wollte aus dem Haus, denn ich komme so selten aus dem Haus, wisst ihr. Es ist für Filmfans ist es schwierig. Das sind Eigenbrötler, die sitzen zu Hause in ihrem privaten Kino vor dem Fernseher, in ihrem Wohnzimmer. Die kommen so selten raus. Sonne, Vitamin A, was ist das? Ne? Und das ist eine tolle Gelegenheit, wenn man solche Vorbestellungen macht beim Elektro-Großfahrhändler, sodass man ein bisschen rauskommt und auf dem Weg halt ein bisschen Energie tankt einfach und sich bei der Gelegenheit natürlich den Film holt und dann zurück wieder in seine Hülle kommt und sich dann den Film ansieht und irgendwelche Videos darüber macht. Genau, und da habe ich ihn mir heute abgeholt und bin echt froh darüber, denn ich freue mich auf den Film. Ich freue mich vor allem hier auf die zweite Disc, die hier auch drin ist. Und dazu gleich mehr. Ich schlage vor, wir machen das erstmal gemeinsam auf. Ich habe hier schon das Taschenmesser vorbereitet. Ganz vorsichtig, bloß nicht zerkratzen. So. Wie George Clooney in Emergency Room. So, die Folie ist ab. So. Ihr könnt aufatmen, das FSK-Logo ist Gott sei Dank natürlich nicht auf dem Steelbook abgedruckt, sondern auf dieser Schutzpappe, könnte man sagen, die sich hier um das Steelbook wölbt, sodass wir die Pappe gleich abmachen können, nachdem wir uns das hier ein bisschen genauer angesehen haben. Also limitierte Steelbook-Edition von Logan. Logan the Wolverine. Zu dem Cover sage ich gleich noch meine Meinung. Genau, das FSK-Logo hier, wie gesagt, kann man abmachen. Ebenso hier wie der Hinweis darauf, dass es zwei Discs sind. Kinoversion inklusive Logan Noir-Version. Das heißt, Logan Noir, halt schwarz und weiß. Das ist auch der eigentliche Grund, warum ich mir diese Version gekauft habe. Denn die normale deutsche M-Ray-Version hat diese Noir-Version eben nicht. Also, falls ihr euch fragt, ich habe mir den Film nicht deswegen gekauft, weil ich Hugh Jackman irgendwie ähnlich sehe, sondern vor allem wegen Logan Noir. Abgesehen davon hat mir der Film im Kino auch gut gefallen, deswegen war das eigentlich keine schwere Entscheidung. So, machen wir mal hier, ja, die Pappe geht gut ab, das ist ja keine Klebespuren, das ist schon mal gut. Hier oben auch nochmal. So, genau, so sieht das dann auch aus ohne die Pappe. Genau, und hinten sieht das Steelbook ja ganz dezent aus. Das geht dann auch über mit dem Cover von vorne. Genau, sieht man, dass hier dieses, ja, was auch immer das ist, übergeht nach hinten, wunderbar. Und hinten nur ganz wenige Aufschriften, Marvel 20th Century Fox. Genau, was haben wir hier in den Blu-rays überhaupt drin? Natürlich den Film in beiden Versionen und wir haben einiges an Extras insgesamt. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Insgesamt 90 Minuten Extras, entfallene Szenen, die Entstehung von Logan, also eine Art Making-of, ein Audiokommentar des Regisseurs und die Original-Kino-Trailer. Der Film dauert 137 Minuten. Audiospuren sind natürlich Englisch. 7.1 DTS, Deutsch, Französisch, Italienisch und einige andere diverse Untertitel auch. Genau, und hier nochmal das Bild oben mit Logan und dem kleinen Mädchen, Laura heißt sie, genau, die kleine Mutantin. So, von der Seite sieht das nochmal so aus, könnt ihr das
Erkennen, ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ihr könnt das, glaube ich, gut sehen, oder? Hier von vorne und von hinten. Das mache ich mal auch. Mal sehen, wie die. Ah, das ist gut. Das ist gut. So, erstmal hier ein bisschen Werbung. Erstmal zu der neuen Serie, X-Men-Serie, die übrigens geschrieben und created worden ist vom. Jetzt weiß ich gerade seinen Namen nicht. Er hat aber die Serie Fargo entwickelt, alle drei Staffeln. Und Fargo, falls ihr das kennt, ist großartig. Falls ihr das nicht kennt, müsst ihr euch das auf jeden Fall ansehen. Alle drei Staffeln sind übrigens auf Netflix zu finden. Genau, und die Serie hat auch großes Lob bekommen. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ein bisschen weitere Werbung für weitere Blu-rays von dem X-Men und Wolverine Blu-rays. Uninteressant. Genau, und von innen sieht das dann eben so aus. Nochmal von außen, wie das Cover dann aussieht. Und von innen sieht das so aus. Ich finde es auch schön, dass hier die beiden DVDs zusammen in einem Case drin sind. Es gibt da auch, ich glaube, in den Staaten war das, wo eben auch Logan Noir mit veröffentlicht wurde in solchen Editionen. Da der Film aber die zweite Disc in so einer Papphülle extra dazu war. Also das war. Quasi der Originalfilm war normal in der Hülle und dann wurde die Noir-Version quasi in so einer Papphülle einfach nur dazugelegt. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Und hier ist es ist schön, dass beide Filme ja hier schön verpackt sind. Kann man nochmal sehen, wie das Noir. Also auf die Schwarz-Weiß-Version bin ich auch gespannt. Ich freue mich sowieso, den Film nochmal zu sehen. Ich habe ihn Anfang des Jahres im Kino gesehen und er hat mir sehr gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Film eigentlich angesehen habe, denn die X-Men-Filme haben mich bisher jetzt nicht so übermäßig überzeugt. Die beiden Solo-Auftritte von Wolverine habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber trotzdem hat mich der Trailer und irgendwie die Kritiken, die auch sehr positiv waren, doch überzeugt. Und da habe ich mir den Film angesehen und war selbst sehr erfreut darüber. Ja, und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Das Ende ist aber sehr emotional. Ich selber habe nicht geweint, aber ich war allein im Kino. Aber einige andere Leute, auch einige andere Jungs, die neben mir saßen, da habe ich das Gefühl, da ist die eine oder andere Träne geflossen. Also das ist ein ganz emotionaler Film. Es ist kein klassischer Comic-Film. Nein, nein, es hat knallharte Action. Es ist aber alles realistisch. Also nicht so wie die anderen Wolverine-Filme, die ich nicht gesehen habe. Deswegen ist diese Aussage eigentlich nicht sehr aussagekräftig. Aber nicht wie die anderen X-Men-Filme, die ich gesehen habe. Und es lohnt sich auch für Leute, die vielleicht mit Comicfilmen oder auch mit X-Men-Filmen nicht so viel am Hut haben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der Film ist wirklich sehr gut. Und auch das Steelbook gefällt mir im Großen und Ganzen gut. Genau, ich wollte noch ein bisschen was zum Cover sagen. Ihr könnt das hier sehen, das ist so ein Comic-Cover. Das hat ein Marvel-Künstler, Mac Niven. Hier steht sogar auch seine Initialen oder sein Name. Genau, und das hat er extra für dieses Steelbook entworfen, dieses Cover. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde das jetzt live besser als auf den Promobildern, bin aber dennoch kein mega großer Fan davon. Also ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. Aber es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Also das Steelbook, na gut, es ist halt ein Steelbook, es sieht gut aus, es ist schick. Ja, das Cover ist auch okay. Wie gesagt, es sieht jetzt in echt, sieht das irgendwie besser aus, als ich das jetzt im Internet so aus den Bildern kenne. Genau, und hier drin, na gut, habt ihr schon gesehen, auch noch eine Illustration von Laura und ja, der Logan-Kette. Sehr schön. Also wie gesagt, toller Film. Ich habe den Film jetzt gekauft, den gibt es mittlerweile auch auf Amazon. Der war bis gestern war er nicht bei Amazon erhältlich im Steelbook, aber heute habe ich nachgeguckt, heute ist er da. Also könnt ihr euch bestellen. Es ist limitiert, wie stark
oder ob überhaupt limitiert, das ist fraglich, denn es ist nicht nummeriert. Das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder in der nächsten Zeit zeigen, wenn der Film dann ausverkauft ist und so weiter. Der Film kostet jetzt 23 € so ungefähr. Ich habe jetzt 23 € gezahlt. Für zwei Filme im Steelbook ist das okay. Und ich bin echt froh, ihn mir gekauft zu haben und freue mich auf jeden Fall, vor allem auch die Schwarz-Weiß-Version mir nochmal anzusehen und auch mich da wieder zu erkennen, weil Hugh Jackman sieht also ohne Brille eigentlich so wie ich aus. Also eigentlich bin ich Wolverine, eigentlich bin ich Wolverine. Alle anderen sind Batman, aber ich bin Wolverine. Naja, ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, so. Ich denke, das war's erstmal mit meinem Unboxing. Das war. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was Neues dazu gelernt. Es hat euch Spaß gemacht. Ich kann den Film, ich sag's nochmal, auf jeden Fall empfehlen. Sehr schöner Film. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Filme schauen und vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen. Also, macht's gut.